der Torschütze zum 1:0 für die Spielvereinigung Lager Lechfeld, Dennis Hartkamp. Dennis, 1:1, trotz deines Tores, zufrieden nach 90 Minuten? Ja, man muss vollkommen zufrieden sein mit dem Spiel nach 19 Minuten. Wir sind glücklich, sag ich mal, ohne wenige Chancen 1:0 in Führung gegangen, kriegen dann durch eine dumme Aktion im 16er den Gegenelfmeter zum 1:1. Im Endeffekt können wir mit dem Punkt gut leben. Man muss immer dran denken, am Ende der Saison, wenn wir punktgleich sind, zählt immer noch der direkte Vergleich. Also ist für uns eine gute Ausgangslage. Wie weh tut die Niederlage zuletzt gegen Walkertshofen? Gegen Hiltenfing. Walkertshofen ist beziehungsweise Hiltenfing? Ja, Hiltenfing war einfach dumm, weil wir haben nicht zu unserer Linie gefunden, sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen und sind dann ja auch nicht, auch wir hatten das Glück der vergangenen Wochen einfach nicht, wo wir einfach mal aus wenig Chancen auch Tore gemacht haben, da haben wir Chance vergeben und dann muss man einfach sagen, so ein Spiel ist immer mal irgendwann dabei. Wenn jetzt die Viktoria ihr Nachholspiel gewinnt, habt ihr das nicht mehr selber in der Hand. Ihr müsst eigentlich auf den Ausrutscher jetzt von der Viktoria warten, oder? Ja, es sind noch 5 Spiele, da kann noch viel passieren. Also wir spielen ja alle noch gegeneinander. Viktoria hat noch ein hartes Programm. Wir haben noch ein gutes Programm mit den Türken beispielsweise dabei. Also ich denke, wir rechnen am letzten Spieltag ab, wie es dann ausgeht. Gut, Dennis, viel Glück auf dem Weg in die Kreisliga. Wir hoffen, ihr packt es genauso wie die Jungs von der Viktoria. Denen wünschen wir alles Gute und danke fürs Interview. Danke dir. Ihnen auch und vielen Dank. Das ist ein Cian, Spielführer der TG Viktoria. 1:1 beim derzeitigen Tabellenführer, Spielvereinigung Lager Lechfeld Graben. Könnt ihr mit dem 1:1 leben? Ja gut, eigentlich sind wir jetzt hier rausgefahren, um eigentlich die 3 Punkte mitzunehmen. Ist uns leider nicht ganz gelungen, aber wenn man den Spielverlauf so ansieht, also geht das unentschieden in Ordnung. Sage mal, erste Hälfte war das spielerisch überlegen, konntet aber aus den Torchancen, die ihr hattet, nichts machen. Ja. Zweite Halbzeit, das Spiel ein bisschen verflacht, der Kampf hat überwogen bis zu dem Elfer für Lager Lechfeld, die gehen 1:0 in Führung. Ihr bekommt aber dann ein paar Minuten später auch einen Elfer. Von den Chancen her wäre mehr drin gewesen. Von den Chancen her auf jeden Fall. Also wenn man sich das Spiel anschaut, wie gesagt, das erste Halbzeit, das wirklich muss vielleicht eine Kiste machen, ja, dann schaut das wieder ganz anders aus. Aber in der zweiten Halbzeit ist es wirklich nur noch in den Kampfspiele übergegangen. Und ich sage jetzt mal auf beiden Seiten, es war ein Elfmeter würdiges Foul. Die hat jede sozusagen nutzen können und es geht eigentlich in Ordnung. Also beide Mannschaften müssen mit dem Ergebnis zufrieden sein. Cian, die Situation in der Kreisklasse. Heute 2 Mannschaften auf Augenhöhe, die sich um den direkten Klassenaufstieg streiten. Wie siehst du die Situation jetzt in der Kreisklasse? Wie läuft es hinaus? Ihr noch 6 Spiele, Viktoria 1 Spiel weniger, 5 Spiele. Wo siehst du euch am Ende der Saison? Also unser Ziel ist auf jeden Fall am Ende der Saison den ersten Platz zu haben und den direkten Aufstieg zu haben. Ja, ist klar. Es sind noch, wie gesagt, 6 Spiele für uns. Wir haben jetzt das Heft auf unserer Seite erstmal. Aber die 3 Punkte müssen auch erstmal eingefahren werden. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt schon Meister sind oder Lager Lechfeld Meister ist. Ja. Es ist noch ein offenes Rennen. Ich hoffe, dass beide Mannschaften hoffentlich nächstes Jahr in der Kreisliga stehen. Aber im Endeffekt, wie gesagt, sind noch paar Spiele zu machen und auch die unteren Gegner machen Punkten in der Rückrunde, überraschend, haben sich auch anscheinend sehr gut verstärkt, aber unser Ziel wird auf jeden Fall sein, der direkte Aufstieg. Cian, auf dem Weg, viel Glück und danke fürs Interview. Bedanke mich. So, die beiden Trainer sind da, Wolfgang Messenhardt, Günther Seiler, 1:1 nach 90 Minuten. Ich denke, wir fangen mit dem Gästentrainer an. Günther Seiler, ja, 1:1 nach 90 Minuten beim Aufstiegskonkurrenten in Lager Lechfeld, zufrieden? Ja, ich glaube, nach 90 Minuten war es ein gerechtes Unentschieden. Ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit ein bisschen mehr Spielanteile gehabt, hätten vielleicht das eine oder andere ist übertrieben gesagt, aber Möglichkeiten, man da Tor zu machen. Zweiten Halbzeit muss man sagen, war es ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für Lager Lechfeld. Eine halbe Stunde lang, 2 Standardsituationen, sage ich mal, haben sie die Tore geführt. Das hat gesprochen für beide Abwehrreihen. Ich muss sagen, dass beide Abwehrreihen heute sehr überragend waren, wenig zugelassen haben und im Prinzip ohne Standardsituationen, glaube ich, hätte es keine Tore heute gegeben. Muss man ganz klar sagen. Ich bin zufrieden, weil wir wollten nicht verlieren. Wir hätten zwar gern gewonnen, ist klar, aber nach 19 Minuten muss man sagen, Fazit, gerechtes Unentschieden, kampfbetontes Spiel. Und ja, wir sind zufrieden. Gut, fragen wir Wolfi Missenhardt, den Trainer von der Spielvereinigung Lager Lechfeld. Wolfi, zuletzt verloren, war nicht zu erwarten, heute 1:1. Wie zufrieden bist du nach 90 Minuten? Also ich muss mich mit dem Günther anschließen, ich bin sehr zufrieden.
Ich denke, wir haben eine schwierige Position gehabt vor dem Spiel, weil wir gewusst haben, nach dem 0-2, was ist los? Die Mannschaft war ein wenig verunsichert. Ich habe vor dem Spiel gesagt, ich wäre zufrieden gewesen mit dem Punkt. Jetzt haben wir das 1-1 erreicht. Klar ist natürlich ein bisschen schade, wenn man 1-0 führt und dann gleich im direkten Gegenzug den eigentlich dummen Fallelfmeter von dem für mich eingewechselten Spieler da so schnell bekommen. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, mal gesehen, es waren glaube ich zwei Spitzenmannschaften. Ich muss dem Günther Kompliment machen. Das ist eine Mannschaft, die eine perfekte Viererkette spielt, hat uns immer wieder Probleme bereitet, gerade wenn sie über außen kommen sind. Aber er hat es richtig gesagt, beide Abwehrreihen haben dominiert. Und von daher werden wahrscheinlich gar keine Tore gefallen, wenn die 12 Meter nicht gewesen sind. Muss mich da anschließen, muss man wirklich sagen, Schiedsrichter hat eine perfekte Leistung gebracht. Also für das Spitzenspiel, für das, dass er ist, wo er nicht unterklassig nur pfeift, was wirklich eine sehr gute Leistung hat, man gerade der Kabine gelobt, muss man wirklich mal anerkennen sagen. Gut, hast du ja über 90 Minuten oft genug geschimpft. Mal kurzzeitig, aber das gehört dazu, man hat ja Emotionen. Aber nichtsdestotrotz, die Schiris sind wichtig, die brauchen wir, ohne die geht es ja auch nicht. Also Lob auch von unserer Seite an den Schiedsrichter. Ein Lob denke ich auch mal an die Torhüter, die mit ein, zwei Glanzparaden sicher für ihre Mannschaft den Punkt noch gerettet haben. Wenn wir vorausblicken, 5-6 Wochen, wo sind beide Mannschaften dann? Also ich bin überzeugt davon, dass wir uns beide wieder ganz vorne finden werden. Wer natürlich Erster und Zweiter ist, das wird sich noch rausstellen. Wir haben glaube ich beide noch schwere Spiele vor uns. Jetzt sagt die nächsten Vorteile ist natürlich für Victoria, dass sie noch ein Nachholspiel haben. Wenn sie das gewinnen, dann werden sie den einen Punkt vor uns sein, aber ich gehe davon aus, dass wir am Schluss punktgleich sind, dann zählt der direkte Vergleich und wir haben die Nase vorne. Günther Seiler wird das sicherlich ein bisschen anders sehen. Günther, wie siehst du die ganze Situation? Ich gebe Wolfgang schon recht. Ich habe heute der Mannschaft vor dem Spiel gesagt, heute wird die Meisterschaft nicht entschieden. Das sind noch 6 Spiele danach, wo sehr brisant sind. Und wenn man jetzt sieht, dass die hinteren Mannschaften wie Obermeidingen in Königsbrunn also schwer auftrumpfen und wahrscheinlich viele Punkte sammeln. Die Mannschaften, wo eigentlich in der Winterpause wie Hauenstetten, Weigertshofen eigentlich um den Titel noch mitreden wollten, die sind alle mittlerweile ganz abgefallen, weil die hinteren Mannschaften so intensiv punkten. Also wir haben beide Mannschaften haben da schwere Spiele vor sich. Sicher, ich hoffe, dass wir die Nase am Schluss vorne haben, ohne direkten Vergleich, ohne Punktgleichheit. Aber es wird nur eng gestehen. Aber ich glaube, dass wir beide Mannschaften am Schluss ganz oben stehen. Einer wird die Meisterschaft machen, der zweite Relegationsspiel. Ich glaube, die dritte Mannschaft wird, glaube ich, Langjährigen darf man nicht unterschätzen. Aber ich glaube, mit dem Unentschieden können beide jetzt momentan leben. Und die nächsten 6 Spiele werden wir am Schluss die Nase vorn haben, beide Mannschaften. Also wer 1-2 ist, kommt noch auf. Gut, auf dem Weg wünschen wir euch beiden natürlich viel Erfolg. Ich denke, wir haben ein tolles Kreisklassenspiel gesehen. Werbung für die Kreisklasse. Und in dem Sinne viel Erfolg und herzlichen Dank, Jungs. Der Abteilungsleiter Walter Kimshandl und der Hauptsponsor von den Likos AG Immobilien, der Georg Kees, nun bei mir. Jungs, 1-1, 3 Punkte erhofft, einer ist es gewonnen. Dennoch zufrieden als Abteilungsleiter, Walter? Ja, also wir haben uns eigentlich 3 Punkte schon erhofft. Und gut, mit dem 1-1 muss man am Ende zufrieden sein, weil ich denke, es ist eigentlich gerecht. Georg, siehst du es ähnlich? Ja gut, nach der ersten Halbzeit habe ich echt Bedenken gehabt, da wäre ich mit dem Punkt zufrieden gewesen. Nach dem 1-0 haben wir gedacht, okay, Viertelstunde vor Schluss muss es eigentlich über die Bühne gehen. Dann die Postwenden, die dumme Aktion an, sage ich mal, da kamen ja mehrere Faktoren zusammen, wo einfach zusammenpasst haben. Dieses 1-1 dann war natürlich extrem unglücklich, hatten dann noch gute Chancen. Dann eigentlich leistungsgerechtes 1-1, muss ich ganz ehrlich sagen, passt soweit. Aber eigentlich war ich schon mit 3 Punkten in der Kabine und eigentlich auch in der Tabelle mit 42 Punkten, mit 5 Punkten Vorsprung, wäre natürlich angenehmer gewesen. Aber gut, das hängt halt vom Restprogramm ab. Gut, da hat Victoria nochmal halt einen Trumpf in der Hand. Sie haben noch ein Nachholspiel. Ihr habt es momentan nicht in der eigenen Hand, müsst auf einen Ausrutscher warten. Nichtsdestotrotz, am Schluss im Mai dann die Situation, wenn beide Mannschaften aufsteigen, wäre natürlich auch nicht schlecht, oder? Ja, sicher. Ich glaube, verdient haben das beide. Und ich glaube, damit kann man leben, wo wir dann Zweiter sind und schauen wir mal. Aber ich denke, dass wir schon als Erste den Aufstieg schaffen, weil ich denke, dass Victoria bestimmt noch einen Ausrutsch auch hat, so wie wir letztens am Sonntag. Und das kann die Victoria genauso noch passieren. Und da müssen wir drauf hoffen.